Herzlich willkommen, meine Freunde, bei Pokémon Blattgrün. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen geheilt, haben neue frisch eingekauft, müssen unsere Einkäufe jetzt erstmal sortieren. Gleich. Ja. Superschutz geht mal. Da. Feuerheiler. Da rein, Sonderbonbon. Hier hin. Beleber, Top Ether. Ether könnte man noch ein Stückchen nach hinten holen. Genau. Mondstein ganz runter. Brauchen wir noch nicht. Flugzeug ganz unten immer. Ganz unten. Super Tankparaheiler Gegengift, super Schutz. Das muss unter dem letzten Wecker sein. Und wir werden einfach mal den Beleber sogar drüber tun. Das ist so genug sortiert der Einkäufe. Als nächstes kämpfen wir gegen eine. Okay. Die Spiele mögen beginnen. Diesen Part muss ich leider etwas kürzer machen, weil ich gleich auf Arbeit muss. Deswegen nehmt mir das bitte nicht übel. Ah, okay, komm schon. Schlag. Jetzt muss man halt mal 28.795.650 Treffer. Mach einfach zu viel Zeit. Super. Habe ich denn erreicht? Kein Level? Nein. Häufchen erreicht leider kein Level. Okay. Das war top. Das war top. Okay, Initiative sinkt. Das ist mir jetzt gerade scheißegal. Ich benutze aber noch meine Punkte. Dann müsste Quatsch erledigt sein. Level 30 und wir holen unser. Die kann man einfach mal einen Donnerblitz einsetzen, oder? Würde ich mal sagen. Die kann man mal machen. Zack. Katsch. Donnerblitz. Oh man, oh Freunde. Freunde, ich bin krass. Ich bin eigentlich keine Fantasy mehr. Aber so viele Parts kann ich dann auch nicht produzieren in der Woche. Knapp ist auch daneben. Als dass es irgendwie. Doch, niemand. Du weißt viel über Pokémon. Doch wie sieht's mit Chemie aus? Ja, ich weiß, dass aus H2O schnell A und O werden kann. Und das könnte ziemlich wehtun, wenn wir das Ding nicht schnell besiegen. Ja, du weißt. Ich mach ja noch nicht meine Flamme. Ein Elektro zeigt mir so ein Pech. Magnetino, mein Gott, mach mal auch schnell weg. Wenn ich mir sicher bin, sehen wir die über ihn. Ja, wobei, er hat sich erledigt. Muss ich doch nicht mal mehr Ohr sagen. Einfach besiegen. Donnerschock vielleicht. Ultraschock. Na gut, scheiß drauf, Ultraschall macht auch nicht so viel Damage. So, mein Töpfchen, wenn noch ein Magnetino kommt, dann muss ich dich auswechseln, so leid es mir tut. Ich hab keinen Bock, gegen Magnetino ewige Kämpfe zu spielen. Tut mir echt leid. Ich hoffe, ich hab das mit dem Rauschen mittlerweile einigermaßen gut bekommen. Im letzten Part war es ja immer so, oder in den letzten Projekten, dass nur so ein hässliches Rauschen ist. Ich hab das hingekriegt, dass es weg ist. Bin mir aber nicht mehr sicher, ob das mit dieser Einstellung, die ich jetzt vorgenommen habe. Ja, ja, man hat keinen Stress mehr, aber ich krieg nicht Glück gehabt. Oh, das war aber lucky, lucky, lucky.
Kräubchen des Passwort 31. Oh, eine Kerze. Eine Kerze. Getränke. Muss man gleich wieder einen benutzen. Das ist eigentlich toll, muss ich sagen. Naja, wie dem auch sei, wir gehen mal da rein. Wie ihr bestimmt wisst, befinden wir uns auf dem Weg zum vierten Orden. Wir haben den Turm, soweit es geht, erledigt. In dem vierten Orden wird natürlich unser Team Ling und Ling-Täubchen und unser Feuermeister regieren. Ist leider so. Dafür wird der fünfte Orden deutlich besser für die andere Partei. Wir werden aber jetzt erstmal das Team Rocket Quartier aufsuchen. Das ist mein erster Step. Verschwinde von dem Poster, weil ich muss. Ich mach dich fertig, Junge. Hast du das gehört? Meine Finger knackst du schon, weil sie geschlagen haben. Los, Täubchen, wir benutzen jetzt bitte einmal einen Schlag. Du kannst mich eigentlich auch hart wegen seiner Superzahne machen. Ziemlich hart. Ich sing stark. Hast du Pech gehabt, einfach einen Ruck zu kicken. Und ich bin schneller. Und das war's. Das müsste Level 8 sein. Oh. Naja, wir machen es einfach so, zack, Level ab und kommt als nächstes dran. Und macht einen Donnerblitz, wenn wir nicht alles machen. Man muss aber erstmal nicht. Bitte Donnerblitz. Yes. Sehr effektiv vorbei. Habe ich mega Hunger, muss ich ehrlich gestehen. Nach diesem Part habe ich mega Hunger. Ich muss dem Boss sagen, dass unser Versteck entdeckt wurde. Seltsam. Hinter dem Poster ist ein Schalter. Tja, mach mal einfach. Oh ja, wie ich die Rocket Hauptquartiere hasse. Die werden das so. Das Beste an diesen Rocket-Quartieren ist, dass es nicht immer Pokémon, nur die Pokémon gibt. Wie kommst du hier? Das wäre immer schöner. Wenn es ein Rocket-Quartier einfach so Pokémon, nur die Pokémon gibt. Schau mal, schau. Ich finde, der steht immer so geil da, die Pokémon. Machen wir einfach mal einen Karate-Schlag. Okay, nützt nicht viel, hat aber die Hälfte abgezogen. Ich hasse es, wenn meine Pokémon vergiftet werden. Und dann immer noch Riesen. Probier was. Einfach die Hälfte bitte. Oh. Hallo, wir werden aber jetzt erstmal den Brüsten hier dafür. Ding. Monkey kommt zurück. Ja, ich wollte eigentlich meinen Affen trainieren und dann wird das so gemacht. Kein Bock mehr. Konfusion muss sehr effektiv sein. Oder Rollo. Wir sind eigentlich viel zu overleveled hier. Wird sich aber alles noch legen können, das sollte man davon. Autsch. Du hast mir in den Eiern gezupft mit deinem scheiß Gift-Dings. Ich will doch gar nicht, dass meine Pokémon gut geht. Okay. Geht's hier also hin? Du hast Mut, hierher reinzupflanzen. Ja, den habe ich nicht. Ich habe auch Eier. Die auch mit dem. Oh, Radikal. Ja, das tut mir jetzt aber leid für dich, Radikal. Das gibt jetzt richtig Fett auf die Fresse von dir mit einem fetten Brief oder was? Zack, ins Gesicht. Wobei, das war mehr so auf die Backe.
Aber der Durchbruch von Rasa ist schon... Der durchbricht wirklich alles. Wenn der Typ mal keinen Bock hat und keine Nerven, einfach mal hier, zack! Durchbruch. Einfach mal ein bisschen voll ins Gesicht, ein bisschen zu leveln. Ne? So, ist versagt. Ja, das stimmt. Und wir erhalten weitere Poké-Dollar. Heizer. Fluchtzahl. Haben wir jetzt schon 6. Aber es ist wichtig, dass wir uns ausgestattet haben. So. Und einen Kampf werde ich noch machen, den hier der Boss sagt, dass Silver Scope macht meistens sich da. Hast du recht? Das würde mir nicht helfen. So, Radikal bitte oder so. Stock geht auf, kann man auch machen. Wird einfach durchgeschlagen. Das ist super. Zack, zack. Oh. Hat mir nicht gereicht. Oh Mann. Das ist ziemlich die schwächste Attacke von Denim für den Moment. Die nutzt halt fast gar nicht. Ich weiß auch nicht, wieso die Leute sehen das immer noch. Einfach ein Karateschlag in sein Gesicht. Das ist nicht so viele P's, oder was? So, hast du bitte einen Aero-Assatz? Das ist schon mehr. Ich kann damit echt nicht leben. Ich kann damit echt nicht leben, Leute. Stressen. Im Ernst, das stresst echt. Slimer, haben wir irgendwas Effektives gegen Gift? Ich glaube, das war Konfusion oder so. Ja, müsste es gewesen sein. Alter, ey, leck mich doch fett, ey. Sei effektiv, ey. Ja, es ist effektiv. Sehr gut, zumindest war das das Effektive. Ein weiteres Zubat. Das ist ein richtig schlechtes Team. Er hat zwar 5 Pokémon, aber die bringen einfach 0. Also kaum. Hätte ich lieber 2 Gegner Pokémon, die man auch so schnell besiegt und mehr EP bringt als 5 und so. Ein Radikal, da kannst du, da kann mein Affe noch ein bisschen was machen. Da hat mein Affe noch was zu melden. Da hat man auch noch was. Und zwar... Okay, bitte nicht. Da habe ich noch einen schönen Durchbruch für dich. Kannst ja ruhig schneller sein. Da habe ich noch was Schönes für dich hier. Ich hoffe, der schmeckt. So, das war der beste Kampf bis jetzt. Stopp, ich ergebe mich. Ja, das ist nur so. Das ist keine Pokémon mehr. Dann heilen wir mal unser Pokémon. Von seinem Status weg, geben ihm einen Zugetrag. Und... verabschiede ich mich bei euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Pokémon Blanco. Ciao, so.